Na bitte. So, jetzt noch einsenden und... Peter, wie läuft's bei dir? Robbie, hi! Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber ich wollte dir nur sagen, dass ich ein Foto bei euch eingeschickt habe. Wunderbar, damit können wir was anfangen. Ich muss zum Meeting, aber wenn du die New Yorker Atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst, schick es her. Schön von dir zu hören. Gleichfalls, Robbie. Danke. Sieh mal, wer denn dagegen ist! Hey, ich wollte gerade dasselbe über dich sagen! Spider-Man, du bist gekommen! Gebt alles, was ihr habt! Danke! Das könnte meinetwegen zur Gewohnheit werden. Klingt nach einer guten Ausrede, um ein Spider-Mobil zu bauen. Ich wusste nicht, dass du so schnell bist, Spidey. Die werden Sie bei dieser Hitze nicht dabei haben. Und ich will ehrlich sein, im Theos gibt es keine Klimaanlage. Aber es weht ein angenehmes Lüftchen. Und wenn die Tür aufgeht und ein Windstoß den Geruch frischer Hotdogs hereinträgt. Oh Gott, wie sieht's aus? Gut, wenn es voll ist, post es. Wenn nicht, lösche es wieder. Okay, schick's mir einfach. Und stehe ich auf dem Foto im Vordergrund? Ich repräsentiere ja mehr Kunden. Ah, der Bodega-Beef. Anfangs war es nur ein Streit, David gegen Goliath. Aber dann erfuhr Theo, dass das Maskottchen von der Bodega seinem... Dachte mir, dass wir uns wiedersehen. In den Stiefeln, Sand überall, ein Albtraum! Sehe ich mir den Kristall an. Jemand beobachtet uns, Kimia. Aber mach dir keine Sorgen. Das ist mein Job. Marco glaubte, er wird beobachtet. Und wer ist Kimia?
Anzug ist überall voller Sand. Ich sollte mich lieber mal umziehen. Es gibt nichts, nichts, das besser schmeckt als ein Döner von einem Straßenstand um 4 Uhr. Nicht schlecht. Meine Großmutter sprach immer davon. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Aber einmal kam sie zu spät und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen.